Wetzikon im Zürich Oberland. Der Bahnhofplatz dominiert vom altehrwürdigen Hotel Schweizerhof und der Volksbank. Hier ist von 1903 bis 1939 die eine Endstation von einer lokalen Tramverbindung nach Kempten gewesen. Dieser Streckenabschnitt hat zu der Wetzikon Meilenbahn gehört und war das einzige Teilstück, das rendiert hat. Die Strecke hat eine Länge von rund 2,5 km aufgewiesen und war in vier Teilstrecken aufgeteilt. Sie hat über den Bahnhofplatz Unterwetzikon durch die Bahnhofstrasse geführt. In Walfershausen, vorbei am Christener Flarz und am Schloss in Oberwetzikon, erreichen wir die Haltestelle beim Laien. Nur ein paar hundert Meter weiter kommen wir zum Hirschen. Seit 1969 steht hier der Zürich Oberlandmarkt. Die andere Endstation dieser Tramlinie hat sich beim Restaurant Ochsen zu Kempten befunden. Wir schreiben das Jahr 1935. 22 Mal im Tag hin und zurück ist die Strecke befahren worden. Die Fahrzeit für einen Weg hat rund 14 Minuten gedauert. Der Kostenpunkt für so eine Fahrt war 20 und 30 Rappen, was verglichen mit heute gar nicht etwa billig war. Die zweiachsigen Motorwagen sind mit zwei Elektromotoren von je 35 PS ausgerüstet gewesen, haben 18 Sitzplätze und je 5 Stehplätze auf jeder Plattform aufgewiesen und haben rund 22'000 Franken gekostet. Mit einer Fahrspannung von 750 Volt Gleichspannung ist eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde erreicht worden. Emil Bünzli hat den Wagenführer geheissen, der während der ganzen Betriebszeit volle 35 Jahre den Tramwagen mit der Nummer 15 gesteuert und zusammen mit dem Kondukteur, der ebenfalls Bünzli geheissen hat, die Tramlinie bedient hat. Das war der Grund, warum das Volk dem Zweiachserwagen liebevoll Bünzli drucken gesagt hat. Der Tramführer Bünzli war eine legendäre Figur. Er hat nicht nur an allen Stationen gehalten, sondern auch auf der Strecke, wenn er vom Führerstand aus Leute erblickt hat, die ein Handzeichen gegeben haben. Ja, er soll sogar Fußgänger überschwätzt haben, einzusteigen und mitzufahren. Wir haben den Bahnhof Wetzikon wieder erreicht. Hier zwischen dem Hotel Schweizerhof und dem Zürich Oberländer, damals der Freisinnige, so hat die Tageszeitung geheissen, die hier rausgegeben worden ist, sind sowohl die Haltestelle von der Wetzikon Kemptenbahn wie auch die von der Wetzikon Meilenbahn gewesen. Thank you.
Zwischen Grünigen und Binziken ist die Kraftzentrale gestanden. Da ist der Dreiphasenwechselstrom mit 25.000 Volt Spannung, wo man von Betznau im Kanton Aargau bezogen hat, mit zwei Umformern auf die Fahrspannung umgeformt worden. Eine grosse Akkumulatorenbatterie ist täglich mit überschüssigem Strom aufgeladen worden. Damit hat die Störungen von den Umformern die Bahn während maximal 2 Stunden weiter betrieben werden. Begleitet von einem ganzen Tross von Velofahrern geht es zurück via Bahnhofstrasse Richtung Oberwetziken, Kempten. Ihr sind die dokumentarischen Filmaufnahmen zu verdanken, der Marie Nägeli, damals Sekundarlehrerin in Wetziken. Ist nach rund 35 Jahren Betriebszeit das Ende der Bünzli-Truppe gekommen. Man wollte die Bahnhofstrasse sanieren und da hat es für ein Tram leider keinen Platz mehr gehabt. Die Bünzli-Truppe ist durch eine Busverbindung ersetzt worden.